Na gut, schon machen wir weiter. Und ich habe jetzt mal bei mir so schnell durchgeguckt. Also, so wie ich das gesehen habe, habe ich diese Quest, die hier anliegt, gar nicht gemacht. Nö. Also es sah so aus. Ich habe sie jetzt nicht gefunden. Und ich dachte, ich könnte mal nachgucken, aber nö, habe ich nicht gefunden. Ja. Ich würde sagen, dumm gelaufen. Nein, ich wollte nur mal nachgucken, wie das mit dem Niskaro-Lord ist. Nein, hier kann ich nichts machen. Und einen Schlüssel haben wir hier auch nicht gefunden. Nö. Na dann raus. Auf wie geht's? Immer weiter und weiter. In diese Richtung. Ja. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Nicht, dass ich jetzt gleich den ganzen Weg wieder. Nee, doch nicht. Alles gut. Aber hier greifen mich da rein und hier wieder Leute an. Oder? Nö. Doch nicht. Na gut, dann nicht. Schade. Ja, ist echt schade. Schade, schade, schade. Oh. Moment. Ja, hier hinten war ich schon mal, aber war ich hier schon mal drin? Die geschwärzte Halle? Wer weiß. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das? Ah, die Stiefel. Muss ich sogar anziehen. Ja, bin ich sogar zu verpflichtet. Ja. Da. Die können gar nichts. Na gut. Ah, Moment. Da werden wir doch glatt hingehen. Ja. Ich entdeckte die höchsten Höhen der magischen Macht. Ich erreichte alles, was ich wollte. Nur gelang es mir nicht, sie wiederzufinden. Und unweigerlich würde mich immer wieder jemand durch seine Hässlichkeit daran erinnern, dass irgendwo etwas so Schönes und Perfektes wie dieser göttliche Geist existiert. Viele wollen einem schaden. Viele wollen einen ausnutzen. Doch dies war etwas anderes. Ja, ich könnte ihm vertrauen. Und er würde mich vor der Niedertracht anderer schützen. Aha. Na super, wie komme ich denn jetzt da durch? Da ist hier ein... Ah, Moment mal. Moment. Genau, so komme ich da auch durch. Dauert zwar ein bisschen, aber es geht. Ja. Kannst du den Weg durch? Ja, das geht schon. Ja, tolle Wurst, ehrlich. Da kriegst du die Stiefel und jetzt musst du dich so durchkämpfen. Ja. Aber das hilft ja alles nichts. Nö. Ich muss hier durch. Mann. Also das ist schon ziemlich heftig, ja. Steigt. Okay, ich sehe es. Ja, ich bin ein bisschen konzentrierter. So, haben wir. So, nehmen wir diese Reihe hier. Moment, brauche ich gar nicht. Schön gerade bleiben. Nichts anderes. Super. Herrlich. So. Ist nicht schlimm. Ist gar
gar nicht schlimm. Ja, Gott sei Dank. Was ist das? Die sengende Hitze des Ganges in den Flammen scheint schwächer geworden zu sein. Es scheint vermutlich Sicherheit ihn zu durchqueren. Na super. So, der Niskaro. Der Schwarz war von einem. Scheiße. Ja, so schaut's aus hier. Ja. So. Jetzt gehen wir mal weiter. Zu der Kiste. Tagebuch des Schreibens. Ja. Komm, dann lesen wir direkt, sonst vergesse ich das nämlich wieder. Ja, Gegenstände haben wir. Genau. So. Ah, hier haben wir ja noch das Talentbuch der... Genau. Wer es gerne lesen möchte, ich lasse es kurz stehen. Zack. So. Nein. Wo ist denn das andere? Da. Könnt ihr kurz... Zack, das müsste reichen. Halt. Ja. Sorry. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gut. Sekunde mal, gucken mal. Halt, da sind Kisten, die will ich haben. Auf jeden Fall will ich die haben. Ja. Man kann es dann drauf lassen, dass ich die haben will. Ja, ja. Kein Problem. Null Problemo. So. Sehr leicht. Ganz leicht war das. Ja, für so einen Rotz. Ja. Auch gut. Später. Ich find's geil. Ja. Die Stiefel extra. Ich wusste ja nicht, dass die Stiefel da... Doch, ich kann mich jetzt dran erinnern, dass ich hier schon war. Aber ich weiß nicht, wo das jetzt war. Ja. Ich habe es auf jeden Fall schon gemacht, ja. Und damals ist mir dasselbe passiert wie hier. Ja, absolut. Oh, schwer. Eieiei. Oh, Mann. Eieiei. Nein. Auch nicht. Nein. Das könnte reichen. Jawohl. Herzzerreißend. Da lang. Naja, Frosch im Hals und der will nicht weg. Ja, auch wieder ein Niskaro. Ja, stopp. Stopp. Waffen. Zack. Da nicht irgend auf irgendeinem... Wo ist denn der andere? Ah, da. Genau. Zack. Rüstung. Niskaro. Accessoires. Gräbnis. Moment, ich glaube, ich habe da... Genau, die beiden habe ich. Rumsti, rumsti. Oh. Aha, später. Heftig. Ja, finde ich schon. Whatever the who the fuck? Who the heck are you? Was ist passiert? Oh, hier ist auch noch? Nee.
Schließt hier. Ja. Oh, die Giftkämme. Hey, die Sau. Wege führen dorthin. Ja. Aua, ei, halt mal auf. Entschuldigung. Au, wie kommt der da durch? Oh, Scheiße. Nun komm, Mädel, mach inne. Sonst macht er gleich wieder dicht und dann stehe ich da. Wow. Doch, das ist schon ziemlich aggro. Ja. Aber warte mal, wie mache ich das mit dem Amulett? Accessoire. Nein. Auch nicht. Gucken wir mal bei den Gegenständen, ob das da drin ist. Weiß ich ja eben nicht. Steingut. Wo ist denn das Amulett? Nee. Verstehe ich nicht. Sorry, dass ich da jetzt nach suche, aber... Ah, da. Muss ich das anziehen? Anscheinend. Nein, hier muss ich nicht lang. Spieglein, Spieglein an der Wand. Da durch, kann mir doch mal sagen. Ah.
vorstellen, dass das ein wenig alles im Keller ist. Eigentlich nicht so weit, aber 4 Stück, das kann schon reichen. Magisch, magisch. Machen wir auch. So, alles andere geht. Ja. Das ist komisch. Aber gut, das ist ja klar. Das ist. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Ja, jetzt weiß ich auch warum ich doof. Ja, kein Wunder. Das ist kein Wunder. Erst siehst du nur ein und dann auf einmal 3. Hör doch mal auf. So, beide weg gepfeffert. Kapuze der Unbeugsamen. Also, wenn sich da was schließt, hast du Pech. Dann musst du den langen Weg gehen. Und das ist halt dumm gelaufen. Ja nicht, ob ich hinterher noch die Zeit habe. Nein. Aua. Das könnte gehen. Reifte Meditation. So, dann gucken wir mal. Das war der Spiegel. So, dann können wir jetzt hier raus. Ja. Oder? Sag mal. Jo. Er sieht ja schon geil aus, ne? Echt geil. Guck mal, wie er das Maul aufreißt. Alter, wie diese Prädatoren. Aliens, genau. Ah, genau diese. Oder diese Vampire in mit Wesley Snipes. Oh, wie heißen die jetzt noch? Ich komme jetzt nicht drauf. Schade. Blade, richtig, genau. Blade Trinity, genau. Der Film ist die ganzen Filme. Ich finde diese Filme absolut, die ich gerade aufgezählt habe. Die Filme habe ich auch alle. Ja, die sind absolut geil. Absolut der Hammer. Ja, ich habe die in der großen Version, also die ungeschnittene Version habe ich. Ja, oh. Da sieht man alles. Ja, die habe ich mir auch extra bestellt. Da, ja. Da musste ich ein bisschen drauf warten, aber egal. Das habe ich gerne getan und ich bin nicht enttäuscht worden. Absolut nicht. Ah, guck mal. Da ist noch. Ey. Gehst du mal auf? Nee. Macht das nicht mehr. Schade. So ein Cheat-Crawl. Ja. So, achso, ich habe ja jetzt gar kein Amulett um, ne? Nee. Wisst ihr? So. Zack. Die Bohne bumst die Erbse. Ich muss hierhin wieder zurück. Ja. Ist nichts mehr.
hätte ich natürlich. Aber ich nehme mal trotzdem meinen Weg. Ja. Na gut, super. Super, Bushi. So. Grimm. Das ist also der Spiegel der Weite? Mhm. Gut gemacht. Und er sagt, die Sendschreiben sind... interessant. Das spare ich mir lieber für ein anderes Mal auf. Jetzt fehlt uns nur noch ein Teil dieses Puzzles. Wir müssen herausfinden, wer der Hierophant ist. Und dafür müssen wir uns vorerst trennen. Euer Weg führt nach Süden, ins Sonnenlager. Haltet euch bedeckt, übernehmt ein paar Aufträge. Und das alles wird schon bald ein Ende haben. Warum ich ein Sonnenlager? Verhaltet euch unauffällig. Der Hierophant beobachtet euch noch immer. Er wird erfahren, dass ihr überlebt habt. Nicht jedoch, dass ihr auch nur den geringsten Verdacht habt. Wenn ihr im Lager seid, sprecht mit Agine, der dortigen Anführerin, und besorgt euch ein paar Aufträge. Das wird den Hierophanten hoffentlich ablenken. Ich spüre euch dann wieder auf, wenn es Zeit ist. Okay. Ja gut, das wissen wir jetzt alles. Ja. Halleluja. Also, hinaus. Jenseits des Tellerrands. Ja. So, Sonnenlager. Wo ist denn das nochmal? Wenn ich das jetzt wüsste. Wo ist das Sonnenlager nochmal? Der hat doch gesagt Sonnenlager, oder nicht? Das muss doch irgendwo sein. Helmgard-Feste, Glücksmine, Mondlager. Das ist das Sternlager. Da unten, jetzt sehe ich's, da. Also, von dort nach da. Naja, warum nicht? Gut, ab dafür. So, jetzt brauche ich aber als erstes einen Schmiedetisch. Ja, den brauche ich am dringendsten. Da, genau. Ich muss hier einiges zerklöppeln. Ja. Was nehmen wir? Ah, nö. Auf jeden Fall. Dich auf jeden Fall. Das Schwert. Chakrams. Jetzt nicht, eigentlich nicht. Ne? Kapuze. Na gut, dann haben wir das hier noch. Rumpe. Aha. Aua. Dann brauche ich doch. Ne, will er nicht. Der kann weg. 176er Stab. Hallo? Oh, wie kommt der denn da rein? Den muss ich wieder rausholen. Ja. Auf jeden Fall muss ich den da rausholen. Mein 190er bloß nicht. Warte mal. Er hat 97 und eine Funktionsscanne. Okay. Ist ja guten Tag, Schätzchen. Gut. Ja, hi. Aber den muss ich jetzt erstmal trotzdem... Nein, halt. Doch. Plunder. Den muss ich jetzt erstmal da rausholen. Wo ist der? Den. Nee, habe ich gar nicht. Alles klar. Obwohl. Was ist mit ihm hier? Was will er?
Keine Ahnung. Ach, das ist doch der Typ, der Eisen will. Ja, halt, warte mal. Ihr seht aus, als wäret ihr Staub unter euren Füßen gewohnt. Mhm. Wärt ihr bereit, einem alten Kessler dabei zu helfen, etwas Eisen zusammenzutragen? Nachher muss ich dem, was weiß ich, Gutes geben und dann, nee, das muss nicht sein. Nein, mache ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht und muss ich nicht. Nein. So. Wir haben also einen Neuankömmling im Sonnenlager. Hä? Ich habe Geschichten über eine Reisende gehört. Eine wahre Diebin, voller Können und Eifer. Ich nehme an, das seid dann wohl ihr. Eure Ankunft steht unter dem Segen des Hierophanten. Ich hoffe, das wird mein Lager von diesen idiotischen Gerüchten über Grimm, Onwig und seinen Kreuzzug ablenken. Ich suche Arbeit. Also gut. Es gibt in diesem Lager schon genug Reisende, die über diesen Grimm, Onwig reden. Wir müssen ihnen zeigen, dass noch immer Arbeit wartet. Ihr seid mit unseren Abläufen vertraut. Und wir hier halten den gesegneten Hierophanten in höchsten Ehren. Ja gut. Geht zu dem Schrein im Lager und betet dort, wenn ihr nach Arbeit sucht. Ja, mache ich. Aber erzähl mal von den dunklen Gerüchten. Ja, er will offenbar die Traditionen unzähliger Jahre nur wegen seines fehlgeleiteten persönlichen Grolls über den Haufen werfen. Das kann kein gutes Ende nehmen. Na gut. Lebt wohl. Ja. Habt ihr einen Wunsch? Nö, absolut nicht. Ich gehe mal zum Hierophanten. Halt. Warum lasse ich das denn nicht? Das ist ja überhaupt nicht gut. So, wo ist der Hiro? Genießt den Hydrophant. Ja. So, erzähl mir was, Hydrophant. Der Schatten ist also ins Sonnenlager gekommen. Ich habe gesehen, was mit Fassmeer geschehen ist. Welch eine Tragödie. Ein Glück, dass ihr dem entronnen seid. Das erinnert mich an ein Gleichnis der Wüste. Ein Adler, stolz und wild, hörte, dass niemand höher fliegen könne als die Sonne. Und dass die Sonne alles sehe. So erhob sich der Adler mit seinen gewaltigen Schwingen in die Lüfte, um das Licht der Sonne fernzuhalten. Er konnte zwar nicht das gesamte Licht auslöschen, aber es genügte, um stets einen Schatten auf seine Beute zu werfen. Ah, was bedeutet dieses Gleichnis ganz genau? Ihr meint, wer ist der Adler, wer die Sonne und wer die Beute? Die Lehre eines Gleichnisses liegt im Verständnis des Hörenden, aber ihr seid gekommen. Nach dem, was über Grimm, Onwig und seine lächerlichen Pläne erzählt wird, werde ich derartigen Gehorsam brauchen. Die Reisenden werden erkennen, wer für sie sorgt und wem sie ihre Gedanken widmen sollten. Und eure Arbeit wird dazu dienen, diese Botschaft zu verbreiten. Okay, was soll ich tun? Ihr mögt schon viele Schätze gestohlen haben, doch diesmal werdet ihr den einen stehlen. Den Dietrich des Meisters. Es heißt, er öffne jedes Schloss. Ich habe den Dietrich in einem kleinen Schmuckkästchen gesehen, das sich im Besitz von Eloreen Kriet befindet. Sucht in den Laboratorien von Adessa nach ihr. Mhm. Erzählt mir aber von dem Dietrich. Er ist ein Artefakt mit gewaltiger Macht, hinter dem alle Diebe und Schurken her sind. Denn es heißt, kein Schloss könne seiner Magie widerstehen. Aha. Unklarheit rankt sich um diesen Gegenstand. Er befand sich in Elorens Besitz, doch ist ungewiss, ob sich irgendetwas ereignet hat. Schlagt unverzüglich zu. Diese Angelegenheit wird von einer Art Ungewissheit überschattet. Na gut, mach ich. In Rat hier bestimmt. Nee, Adessa, ich doof. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, wir machen aber erstmal hier ein Päuschen und trinken, essen und so weiter. Ihr kennt das ja.